Hallo, mein Name ist Dialina und ich will heute über meine Erfahrung beim Eignungstest an der Internationale Hochschule Deutschland, abgekürzt IUPH, erzählen. Bei mir geht es um den Studiengang Mediendesign und ich habe mich im Januar beworben und nach 2 Tagen habe ich ein Einladen zu diesem Eignungstest bekommen. Da ich nicht so viele Berichte und Erfahrungen über diesen Test gelesen habe, wollte ich mal selber darüber erzählen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass diesen Test man nur einmal schreiben darf und wenn man nicht bestanden hat, dann ist es ausgeschlossen, diesen Test nochmal zu wiederholen. Also der Test bestand insgesamt aus 5 Teilen und es gab 76 Punkten zu vergeben. Um zu bestehen, bräuchte man nur 50%, das heißt ungefähr 36 und 37 Punkten. Bei diesen 5 Teilen handelt es sich um Mathe-Teil, um Englisch-Teil, um Motivations-Design-Teil und um Politik-Teil. Und das letzte Teil war ein Text für Verständnis dabei, also insgesamt 5 Teile. Und jetzt reden wir detaillierter über alle Teile in diesem Text. So, beim ersten Teil, Motivations- und Design-Teil, ging es bei der Erstaufgabe um deine Motivation, warum du an IUPH studieren willst, und welche Herausforderungen du dir vorstellen kannst, wenn du beim Betrieb arbeiten willst. Für die Aufgabe gab es ziemlich viele Punkte, 15 Punkte insgesamt. Bei der zweiten Aufgabe in diesem Teil ging es um Design selber. Und zwar wurde gefragt, welche Rolle spielt die Farbenentwicklung oder die haben generell bei dem Design von einer Getränkendose. Ich fand diese Aufgabe sehr gut, weil man dann seine Gedanken über Design generell äußern konnte. Ich habe geschrieben, dass ich zum Beispiel Kaffee mit Braun assoziiere und irgendwelche erfrischende Getränke mit Blau. Und wenn man die Farben tauschen würde, dann wäre halt der sind ganz anders. Und generell geht es um die Ideologie hinter jeder Marke, die ein Getränk auf den Markt bringt. Und es muss dann auch stimmen. Zum Beispiel Cola assoziiert man immer mit Rot und Schwarz. Gehen wir mal weiter. Bei dem Teil 2 ging es um Mathe und logisches Denken. Da gab es diverse Fragen und kurzen Aufgaben, die man nicht offen beantworten musste, sondern aus Multiple Choice wählen musste. Zum Beispiel, es gab eine Aufgabe, da wurde gesagt, dass im Jahr 2012 die Miete 300 war in Frankfurt und im Jahr 2019 die Miete 500 war. Und die Frage war ganz einfach, um wie viel Euro die Miete gestiegen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Fragen gab es, glaube ich, zu 90% im Mathe-Teil und mir war richtig peinlich, musste man sich schon ein bisschen komplexe Fragen überlegen. Die erste Aufgabe war ein Text auf Englisch und in diesem Text ging es um die Autofahrer, die ständig telefonieren und dadurch Autounfälle verursachen. Die Regierung wollte darauf reagieren und deswegen wurde eine Strafe eingeführt. Als Folge hatte man viel weniger Autounfälle, aber seitdem man Social Media benutzt, sind die Autounfälle wieder genauso aktuell wie früher. Und diesem Text gab es 3 oder 4 Aussagen, auch als Multiple Choice, und da musste man immer ankreuzen, welche Aussage richtig oder falsch ist. Vom Niveau her war die Aufgabe ziemlich einfach. Jeder, der in der Schule Englisch hatte, konnte das bewältigen. In der zweiten Aufgabe im Englischteil musste man mit 3 bis 5 Sätzen ein eigenes Hobby beschreiben. Das
Das heißt, da konnte man nicht wirklich begründen, warum man sich dafür interessiert. Da wurde, ich glaube, einfach geprüft, ob man auf Englisch schreiben kann oder nicht. Und für die Aufgabe gab es insgesamt 5 Punkte, wobei für den Text insgesamt 10 zu vergeben waren. Im Teil 4, Politik und Geschichte, gab es nur 4 Fragen zu beantworten und die Fragen waren wirklich sehr, sehr simpel. Die erste Frage war, wie viele Bundesländer in Deutschland existieren. Die zweite Frage war, wie heißt der Bundespräsident? Die dritte Frage war, wer hat den Buchdruck erfunden? Und die vierte, wann fand die Wiedervereinigung in Deutschland statt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Buchdruck habe ich ein bisschen gekämpft, weil ich mir nicht so sicher war, ob das in Mainz oder in Wiesbaden erfunden wurde. Ich wusste auch, dass die Chinesen gleichzeitig den Buchdruck erfunden haben, deswegen habe ich die Chinesen geschrieben und da glaube ich, habe ich meine Punkte verloren. Aber nicht so wichtig. Für den Teil gab es auch, glaube ich, 10 bis 12 Punkte und das waren so wirklich verschenkte Punkte, kann man so sagen. Und zu allerletzt will ich über den 5. Teil berichten und in diesem Teil gab es einen Text auf Deutsch. Der Text war ziemlich umfangreich, nicht so komplex, aber mit sehr vielen Details und sehr viel Zahlen und Statistik hast. Die Aufgabe zu diesem Text war, das alles zusammenzufassen in nur 4 Sätzen. Dafür gab es, glaube ich, 10 Punkte. Der Text berichtete über Online-Händler wie Zalando, H&M, Amazon und C&A und wie die konkurrieren, wie die neuen Nutzer und Online-Shopper rekrutieren. Zum Beispiel, da wurde gesagt, dass mehr junge Menschen bei H&M einkaufen gehen. Da es relativ viele Zahlen gab und relativ viele Details, habe ich ziemlich viel Zeit da immer so verschwendet. Ich konnte das viel einfacher und viel schneller zusammenfassen. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Man musste nur 50% von 76 Punkten erreichen, das heißt ungefähr 37. Und in diesem Text gab es 5 Teile. Mathe-Teil, Englisch-Teil, Design-Motivationsschreiben-Teil, Politik-Teil und ein Text auf Deutsch zum allgemeinen Verständnis. Welche Mittel kann ich empfehlen zur Vorbereitung? Ich würde ganz ehrlich sagen, mit allgemeinem Wissen kann man das schaffen. Auch wenn man ganz frisch aus der Schule kommt, dann zu 100%. Aber wer schon ein paar Jahre hinter sich hat, dann würde ich natürlich empfehlen, die Mathekenntnisse ein bisschen aufzufrischen und zum Beispiel ein paar Eignungsbücher aus der Bücherei auszuleihen und sich die Aufgaben angucken. Außerdem gibt es auch Online-Tests und da kann man wirklich gucken, ob man mit dieser Zeit klarkommt. Was ich noch sagen wollte, in meinem Fall dauerte der Test nur 75 Minuten. Bei den anderen Studiengängen hatten die Abiturienten 90 Minuten und ich vermute, das war auch so gedacht, dass die 15 Minuten mehr haben, da die Matheaufgaben da ein bisschen komplexer waren. Und zwar habe ich gesehen, dass da auch eine Aufgabe zur Kurvendiskussion gab. Das heißt, man musste, so wie ich das von den anderen erfahren habe, Nullstellen berechnen, Hochpunkte, Tiefpunkte und ich glaube, noch Randbedingungen muss man dann da auch überprüfen. Da gab es so ein kariertes Feld auf DIN A4 und da musste man, glaube ich, auch die Kurve zeigen. Das war in meinem Fall bei Mediendesign nicht der Fall, deswegen kann ich auch nichts dazu berichten. Generell fand ich gut, wie der Test organisiert war und man schon ein bisschen mehr zu Design fragen. Ansonsten habe ich mir auch mehr Komplexität in den Fragen gewünscht und ich glaube, ich habe bestanden, obwohl ich noch keine Ergebnisse bekommen habe. Aber wie ich schon gesagt habe, die Aufgaben waren recht einfach. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns bei meinen nächsten Videos. Tschüss!